Hallo meine Lieben und ganz herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe heute meine meistgenutzten Produkte für euch. Das sind quasi meine Langzeitfavoriten, also Produkte, die ich wirklich schon seit Jahren benutze und immer wieder gerne benutze und zum Teil auch schon nachgekauft habe. Und wenn ihr wissen wollt, um welche Produkte es sich handelt, dann bleibt auf jeden Fall dran. Ich würde mich selber einen Daumen nach oben freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Und ich würde sagen, wir legen jetzt direkt los. So, und wie bei jedem meiner Favoritenvideos erwähne ich die Produkte immer gerne so, wie ich sie quasi auch auf mein Gesicht auftragen würde. Und dann fangen wir direkt mit den Primern an und da habe ich zwei Primer, die ich wirklich tot benutzt habe und immer wieder gerne benutze. Zum einen von Becker der Bakelite Priming Filter. Das ist quasi dieser Primer, der wie ein Highlighter ist. Also der hat wirklich sehr, sehr viel Schimmerpartikel auch mit drin. Ist aber auch wirklich sehr feuchtigkeitsspendend unter der Foundation. Bei meiner trockenen Haut ist es auch wirklich immer sehr, sehr gut, dass man auch so ein bisschen Feuchtigkeit mit in dem Primer drin hat. Also der macht nochmal so eine Strahlkraft, auch wenn man Foundation oben drüber macht, hat das immer noch... Also schimmert das immer noch so ein bisschen durch und finde, sieht dadurch auch immer sehr, sehr glowy und healthy aus. Dann zum anderen habe ich jetzt, glaube ich, auch schon öfter auf meinem Kanal erwähnt, von Make Up For Ever, der Step One Nourishing Primer. Also das ist wirklich ein extrem reichhaltiger Primer. Diesen hier habe ich tatsächlich auch schon einmal nachgekauft, weil ich den einfach so gut finde. Vor allem im Winter benutze ich den eigentlich nonstop, weil der einfach so schön feuchtigkeitsspendend ist. Und vor allem auch, wenn ich eine etwas deckendere Foundation auftragen möchte, finde ich, bei diesem Primer sieht das auch einfach nie cakey aus. Deswegen ist es mein absoluter Holy Grail, würde ich sagen. Dann habe ich tatsächlich auch zwei Foundations, die ich auf jeden Fall in diesem Video erwähnen wollte. Zum einen auch hier von Make Up For Ever die Ultra HD Foundation. Also man sieht hier, glaube ich, auch sehr gut, dass die Tube hier auch schon fast leer ist. Ich habe diese Foundation mir tatsächlich auch schon nachgekauft. Also neben dem Primer, den ich eben gezeigt habe, ist das hier auch meine absolute Holy Grail Foundation. Also wenn ich weiß, ich muss mich auf die Foundation den ganzen Tag verlassen, wenn ich irgendwo auf ein Event bin, auf einen Geburtstag, was auch immer, ist das wirklich meine Nummer 1 Foundation, die ich immer auftrage, weil ich mich auf die wirklich immer verlassen kann. Deswegen bleibt und ist es auf jeden Fall auch meine allerliebste Foundation. Zum anderen, was ich auch immer sehr, sehr gerne benutzt habe, ist von Tarte die Rainforest Forest of the Sea Foundation. Also das ist eine wasserbasierte Foundation und ist dadurch auch sehr, sehr leicht auf der Haut. Also das hat wirklich eine leichte bis mittlere Deckkraft, würde ich sagen. Also sehr viel Deckkraft hat diese Foundation nicht. Aber zum Beispiel im Sommer trage ich sie sehr, sehr gerne, weil wie gesagt, sie einfach so leicht auf der Haut ist. Man spürt sie eigentlich überhaupt nicht, wenn man sie drauf hat. Und das mag ich eben an ihr. Ich glaube, diese Foundation ist jetzt auch schon fast am Ende. Also ich glaube, viel ist da auf jeden Fall auch nicht mehr drin. Ich würde die auf jeden Fall aber auch jederzeit nachkaufen. Dann ein Concealer, den ich jetzt wirklich 10.000 Mal auf meinem Kanal erwähnt habe, den aber bis heute kein anderer Concealer ablösen konnte, ist von Catrice der Liquid Camouflage Concealer. Also ich finde, irgendwas an diesem Concealer ist, was meine Augenringe wirklich sehr, sehr gut abdeckt, aber trotzdem immer noch natürlich aussieht. Diesen Concealer trage ich tatsächlich auch im Alltag, also wirklich jeden Tag, wenn ich keine Foundation tragen möchte, aber trotzdem so ein bisschen meine Augenringe abdeckt. Möchte, greife ich einfach immer wieder zu diesem Concealer, weil er einfach auch so natürlich auf meiner Haut aussieht. Und ich glaube, so schnell werde ich diesen Concealer auch nicht los. Dann kommen wir auch als nächstes schon zu den Pudern. Und obwohl ich trockene Haut habe, habe ich hier tatsächlich drei Puder, die ich unbedingt erwähnen möchte. Und zwar habe ich hier zum einen zwei quasi festgepresste Puder. Zum einen von Giorgio Armani das Luminous Silk Powder. Also das habe ich auch wirklich schon fast aufgebraucht. Also da sieht man auch schon das gute Pfännchen drin. Zum anderen ist das hier von MAC das Mineralized Skin Finish Powder. Und zwar habe ich das hier auch schon fast aufgebraucht. Hier ist auch schon das Pfännchen zu sehen. Also hier muss ich sagen, die beiden Puder sind von dem Finish und von dem Ergebnis her sehr, sehr ähnlich. Also die setzen sich bei mir nicht an die trockenen Stellen ab und haben auch ein sehr, sehr ähnliches Finish. Also das ist zwar matt, aber jetzt nicht so
komplett totmatt. Die haben einfach immer noch so ein bisschen ja, Luminosity, also so ein bisschen Strahlkraft mit drin. Diese Puder verwende ich auch immer sehr, sehr gerne im Alltag. Also auch wenn ich keine Foundation trage, trage ich immer sehr gerne zumindest in der T-Zone ein Puder auf. Und die hier sind dafür einfach perfekt geeignet, weil sie auch immer noch sehr natürlich auf der Haut aussehen und einfach nicht so schwer sind. Also vor allem bei trockener Haut kann ich diese beiden Puder auf jeden Fall weiterempfehlen. Dann ein loses Puder, was ich auch immer sehr, sehr gerne zum Beispiel zum Setten von meinem Concealer benutze, ist von Manhattan das Soft Matte Loose Powder in der Farbe 1 Natural. Also das ist eigentlich ein transparentes Puder, das hat aber schon von sich aus so eine ganz leicht ja, peachige Farbe, also ist kein weißes Puder, was ich sehr, sehr gut finde, weil bei den weißen Pudern, finde ich, kann das sehr schnell mal einfach ein bisschen zu hell unter den Augen werden. Aber das hier finde ich wirklich sehr, sehr gut und benutze ich auch schon seit Jahren sehr, sehr gerne und auch wirklich jeden Tag. Und für den Preis ist dieses Puder auf jeden Fall unschlagbar. Dann würde ich sagen, machen wir erstmal weiter mit den Augenbrauen. Und da wollte ich zwei Produkte erwähnen, die für mich auch in den letzten Jahren total herausgestochen haben. Und zwar zum einen ist das von NYX der Micro Brow Pencil. Ich habe hier die Farbe Taupe. Das ist einfach ein Augenbrauenstift, den ich auch schon so oft nachgekauft habe, weil ich die Farbe auch einfach so gut finde und der hält auch auf den Augenbrauen wirklich sehr, sehr lange. Den mag ich einfach sehr, sehr gerne. Der hat auch hier eine ganz normale, dünne Spitze quasi, was ich bei den Augenbrauenstiften einfach präferiere. Ich mag es nicht, wenn die Spitze zu dick ist, weil dann finde ich, kann man nicht so wirklich präzise damit arbeiten. Aber der Stift ist für mich einfach perfekt. Dann ein Augenbrauengel, was ich jetzt wirklich schon seit Jahren benutze und auch schon nachgekauft habe, ist von Givenchy, der Mr. Brow Groom. Also das ist hier die durchsichtige Variante. Meine sieht hier schon ein bisschen ja, eklig aus, weil da schon die ganzen Reste, Farbreste von den Augenbrauen sind. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Augenbrauengel, finde ich. Benutze ich wirklich am allerliebsten. Es settet meine Augenbrauen, sodass die auch den ganzen Tag an Platz und Stelle bleiben. Aber das hat einfach nicht dieses festgeklebte Gefühl. Also es gibt ja wirklich Augenbrauengele, die so stark sind, dass man wirklich so das Gefühl hat, wenn man die Augenbrauen bewegt, dass das wirklich an der Haut festklebt. Das ist bei dem hier überhaupt nicht der Fall, weil die Augenbrauen halten wirklich den ganzen Tag. Deswegen bleibt das und ist es mein allerliebstes Augenbrauengel und ich muss mir auf jeden Fall jetzt auch schon ein Backup nachkaufen. Dann habe ich hier einen Bronzer, den ich glaube ich wirklich am meisten von meinen allen Bronzern benutzt habe. Über den spricht aber irgendwie niemand. Das ist von Stila der Stay All Day Contouring Bronzer. Das ist wirklich eine riesen Verpackung und wie ihr seht, habe ich da auch schon das Pfändchen erreicht. Ich benutze diesen Bronzer einfach sehr, sehr gerne. Der hat einfach die perfekte Farbe für mich. Ich habe hier die Farbe Medium übrigens. Es hat auch drei verschiedene Farben, also Light, Medium und Dark, so viel ich weiß. Diese Farbe ist einfach perfekt für mich. Also das ist einfach so die perfekte Farbe zwischen Contour und Bronzer. Also nicht zu kühl, aber auch nicht zu warm. Ich finde den einfach so, so schön auf der Haut. Wie gesagt, das ist für mich einfach so ein perfektes Zwischending. Und ja, benutze ich jetzt wieder sehr, sehr gerne und musste ich auf jeden Fall hier auch erwähnen. Dann mein meistgenutzter Blush ist zweifellos von Tarte, der Blush in der Farbe Exposed. Das ist für mich auch einfach absolut die beste Alltagsfarbe. Also diese Blushfarbe ist einfach so schön neutral, aber hat trotzdem noch so ein bisschen frischen, rosigen Unterton. Ich weiß nicht, was ich anderes dazu sagen soll. Die perfekte Alltagsfarbe für mich. Deswegen ist das auch mein meistgenutztes Blush und kann ich auf jeden Fall auch jedem weiterempfehlen. So, bei den Highlightern musste ich tatsächlich kurz überlegen, welchen Highlighter ich denn wirklich am meisten über die Jahre benutzt habe. Bei den Highlightern ist es bei mir so, dass ich irgendwie immer einen anderen benutzen möchte und deswegen irgendwie nie so einen konstanten Highlighter habe. Aber als ich dann meine ganzen Highlighter durchgeguckt habe, musste das auf jeden Fall von The Balm der Mary Luminizer sein. Also dieser Highlighter ist auch einfach schon seit Jahren in meiner Kollektion und den benutze ich auch immer sehr, sehr gerne. Ich finde, der passt einfach immer. Ich kann den im Sommer tragen, ich kann den auch im Winter tragen, weil die Farbe auch für mich einfach perfekt ist. Die Highlighter von The Balm sind so ein bisschen in Vergessenheit geraten, habe ich das Gefühl, aber zu Unrecht, wie ich finde, weil das ist wirklich ein sehr, sehr schöner Highlighter. Im Gegensatz dazu musste ich bei den Paletten wirklich gar nicht lange überlegen. Und zwar meine meistgenutzte Palette mit Abstand muss die Modern
Modern Renaissance von Anastasia Beverly Hills sein. Also diese Palette habe ich jetzt auch schon seit einiger Zeit und ich muss wirklich sagen, wenn ich irgendwie was in dem Farbschema schminken möchte, greife ich einfach immer zu dieser Palette. Man hat auch wirklich sehr viel verschiedene Farben mit drin, obwohl die jetzt auf den ersten Blick wirklich sehr pink und rosalastig quasi aussieht, aber die hat hier auch wirklich sehr, sehr schöne neutrale Farben, also vor allem hier in dem vorderen Bereich kann man auch wirklich einen sehr, sehr schönen neutralen Alltagslook mitschminken und die Highlight-Farben, also hier diese Schimmerfarben in dieser Palette finde ich einfach so, so schön. Ich greife immer sehr, sehr gerne zu dieser Palette und deswegen ist das auf jeden Fall meine meistgenutzte Eyeshadow-Palette. So, dann last but not least die beiden Sprays, die ich in diesem Video auf jeden Fall erwähnen muss. Zum einen von MAC das Fix Plus, das ist quasi so ein Oldie by the Goodie, also das ist jetzt nicht wirklich ein Setting Spray, das ist eher ein Feuchtigkeitsspray. Das habe ich jetzt auch schon seit Jahren immer da, also das muss ich irgendwie immer in meiner Kollektion haben. Das hier ist jetzt nicht die Originalversion, sondern diese Kokos-Geruchsrichtung. Ich muss aber ehrlich sagen, ich mag die originale Version irgendwie besser, weil es riecht, finde ich, auch irgendwie einfach ein bisschen frischer. Also das Fix Plus benutze ich einfach sehr gerne zum Schluss, also wenn ich mit meinen ganzen Pudern fertig bin, dann sprühe ich das immer mal auf, sodass die Puder quasi mit meiner Haut so ein bisschen verschmelzen und einfach natürlicher aussehen. Und ja, das ist einfach, wie gesagt, ein Spray, das ich immer in meiner Kollektion haben muss. Und dann natürlich noch der All Nighter von Urban Decay. Also das ist auch wirklich ein Spray. Ich glaube, da muss man gar nicht mehr viel dazu sagen. Das ist wirklich ein Holy Grail von so vielen Leuten und zu Recht, wie ich finde. Das ist einfach ein Setting Spray, was wirklich alles nochmal so ein bisschen settet und an Ort und Stelle lässt, wo es wirklich hingehört. Das Spray hat irgendwie auch, finde ich, den perfekten Sprühkopf. Es sprüht nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Und ja, für mich einfach das absolut beste Setting Spray aller Zeiten, würde ich sagen. Ja, das waren dann auch schon alle meine Allzeitfavoriten, über die ich sprechen wollte. Schreibt mir sehr gerne, was sind die Produkte, die ihr immer benutzt, die ihr immer nachkauft. Schreibt es mir in die Kommentare, ich würde sehr gerne von euch hören. Und ich würde sagen, das war's dann mit diesem Video. Ich würde mich selber einen Daumen nach oben freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Außerdem könnt ihr jetzt hier meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal.